Willkommen zurück zu DMC, Devil May Cry. Wir sind jetzt bei Mission Nummer 5. Virility nennt sie sich. Und wir können... Ja, wir haben 6 Verbesserungspunkte. Entschuldigung. Ach, musste kurz aufstoßen. 6 Verbesserungspunkte. Das ist nach wie vor die Frage, was ich verbessern soll. Was haben wir da unten denn noch bei Stachel? Habe ich ja eh weniger benutzt. 1000 Stich. Wiederholt Kreis. Das macht mehr Schaden. Und damit kriegen wir noch 2 zusätzliche hin. Deswegen würde ich sagen, machen wir das. Können wir auch den Schaden davon erhöhen. Lassen wir aber erstmal. In der Luft Kreis, Kreis, Pause, Kreis. Wohl können wir auch mal machen. Machen wir wenigstens einiges davon schon mal. Noch 4 Punkte. Urteil. Urteil erhöht. Kreis, Kreis, Pause, Kreis. Nehmen wir. Haben wir auch eine Pause hier drin. Schwung. Vorwärts, vorwärts, Kreis. Brauchen wir nicht. Osiris. Die Frage, ob ich das... Eigentlich, wie gesagt, ob ich die überhaupt benutze, die Waffe. Eigentlich weniger. Wir haben noch 3 Punkte. Schießen, ja, ich schieße nicht. Das ist so die Sache. Ich habe auch keine Lust, eigentlich R2 oder L2 noch während dem Ausweichen zu drücken. Abrechnung. L2 Viereck. Während des Schwungs. Da wäre ich eigentlich dafür, weil dann hauen wir den Gegner wenigstens nochmal hoch. Absprung des anderen ist noch unbekannt. Rebellion. Nee, ich denke mal, das reicht erstmal. Dann haben wir halt die 2 Punkte noch über. Gut, sollen die 2 Punkte halt noch überbleiben. So. Wir beginnen die nächste Mission. Virility. Ich war vor Jahren hier, als ich ein Kind war. Ich habe die ganze Fabrik unentdeckt erkundet. Ich konnte einen Dämon unter der Fabrik spüren. Der Succubus, ein uraltes Wesen. Wir glauben, dass er die Quelle der psychotropen Zutat ist. Damit können sie uns kontrollieren. Willkommen, Besucher der Virility-Fabrik. Dank seiner Geheimzutat ist Virility das beliebteste Erfrischungsgetränk auf der Welt. Und es wurde bewiesen, dass es bei täglichem Konsum das Abnehmen um 21% erleichtert und die Leistung im Bett um 63% erhöht. Hör dir das an. Glauben die Leute so einen Schwachsinn wirklich? Wenn man etwas oft genug zu hören kriegt, glaubt man es meist. Man sagte, ich wäre wahnsinnig, weil ich Dämonen sehe. Ja, wir wollten sie auch weismachen, ich gehöre in die Klapse. Sie wollten mir Drogen geben. Haben behauptet, das würde helfen. Sie haben gelogen. Sie wollten mich nur schwach und gefügig machen. Wie hast du die Wahrheit herausgefunden? Virgil hat mich aus den Albträumen geholt. Und du? Wenn die Leute, denen du vertrauen sollst, sich als grausame, kindermordende Dämonen herausstellen, öffnen sich deine Augen für das Böse um uns herum. Ich habe mich widersetzt, zurückgeschlagen, getötet, egal was es gekostet hat, zugegeben. Manchmal hat es viel gekostet. Und nach all der Wut, dem Schmerz und der Gewalt muss man in sich gehen, tief ins eigene Herz und sehen, ob man noch man selbst ist. Sich fragen, ist man noch immer ein Mensch? Im Inneren wusste ich einfach, dass ich nicht spinne. Hier,
werte Damen und Herren, verbinden sich die magischen Zutaten, um den einzigartigen Geschmack von Virility zu erschaffen. Der Succubus ist tief in der Fabrik versteckt, doch man kann ihn nicht einfach so aus unserer Welt erreichen. Nur aus dem Limbus. Drin gibt's einen Spalt. Keine Sorge, unsere vertrauenswürdigen und ehrenhaften Wissenschaftler sind der Meinung, dass unser Getränk sicher und vorteilhaft ist. Jetzt können wir wieder spielen. Bin ich mal gespannt, wann wir wieder in den Limbus gezerrt werden. Sollte wohl nicht allzu lange dauern. Hier geht's lang, glaube ich. Du hast gesagt, du warst hier schon mal. Ja, aber das ist viele Jahre her. Ich befand mich außerhalb meines Körpers. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Vajil sagt, ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Was sind die Albträume? Vorbei, das sind sie. Okay, alle Wege führen einmal nur hier lang. Vorne dürfte eventuell das Ziel sein. Nee, aber was bist du? Ich kann keine Waffen einsetzen. Das heißt, angreifen geht ebenfalls nichts. Hier war, glaube ich, noch eine Abzweigung. Ja. Immer erstmal umschauen, bevor wir einfach stur den Weg folgen, weil wer weiß, vielleicht finden wir ja noch etwas Wichtiges. Gut, springen geht nicht. Nichts da. Dann gehen wir ganz normal weiter. Kat müsste noch irgendwo da vorne eventuell auf uns warten. Ja, sie wartet, netterweise. Hier, da geht's lang. Da ist noch ein Weg. Der führt aber auch da rein. Hier lagern sie die ganzen Waren für den Export. Schon komisch. Was? Ich habe erwartet, dass es größer wäre. Viel größer. Aber natürlich war ich nur ein Kind, als ich hier war. Und im Limbus. Warum warst du hier? Um den Albträumen zu entkommen. Im Limbus wolltest du deinen Albträumen entkommen? Ja. Ich hätte mindestens genauso geguckt, Dante. Im Limbus den Albträumen entkommen, alles klar, Cat, alles klar. Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritten zurück zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist, also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Hier irgendwo müsste wahrscheinlich der Eingang sein in den Limbus. So groß wie das hier ist. Okay, hier ist er. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Im Limbus ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. So fett und dumm wie nie, trink Virility. Sehr guter Reim, Dante. Sehr gut. Oh Mann, du Genie. Gut. Es gibt auch hier wieder mehrere Wege. Alles klar. Dann wird versucht,
Gut, ich weiß halt nicht, was bei beiden Wegen rauskommt, deswegen wird getestet. Und umgesehen. Die kann man noch erledigen. Ach, verdammt. Okay, da oben geht's auch hoch und da geht's auch lang. Gehen wir erstmal hier lang. Nochmal Gegner. Diesmal nicht. Okay. Dann probieren wir was ganz anderes. Okay, wie soll es von hier bitte weitergehen? Na, dann nicht mal das funktioniert. Wow. Sei denn, ich gehe jetzt nochmal zurück. Aber der Weg wäre mir halt auch lieb. Will auch nicht da hoch. Nee. Dann ja, Dante. Alles klar. Gehen wir einfach hier lang. Sieht mir etwas sicherer aus. Zumal will er auch hier hochspringen. Falsche Waffe. Oh ne, nicht von da hinten. Ach, come on. Gut, dann nochmal zurück. Diesmal am besten mit der richtigen Waffe. Jetzt will er halt auch mal was machen. Sehr gut. Okay, ich hab... Warum? Sieht nach Gegner aus. Oh, Feuergegner, hallo. Höllenritter, wie geht's dir? Hey, wo lang geht's zur Mixanlage? Großen. Verdammt.
Gibt es nicht. Ach, ich bin gestorben. Kugel verwenden oder Spielende? Spielende. Ich verwende doch keine Kugel hier. Fortfahren. Wow, wie viel Schaden so ein Ding gemacht hat. Er hat mir 20% mit einem Hieb abgezogen. Gut, zumindest war hier der Jackpot. Checkpoint. Hey, wo lang geht's zur Mixanlage? Wieder auf S. Den noch erledigen. Erstmal die Kleinen. Oder eben vielleicht noch ein bisschen Schaden machen. Alter, wie viel Schaden der macht, gell? Geht doch. Ihr seid ein kleineres Problem. Ja, ist okay. War nicht gerade sehr erfolgreich, der Kampf. So, da ist ein Schlüssel. Große Preisfrage, wie komme ich da ran? Eine Statue. Puh. Nochmal richtig knapp gewesen. Wo lang? Da lang. Das scheint der Ausgang zu sein. Drecksvieh. Jetzt wieder einen Weg. Ah, hallo? Ich hätte dich beinahe übersehen. Aber auch nur beinahe. Da ist auch noch ein Weg. Ah, nehmen wir den hier. Der sieht auch sehr vielversprechend aus. Da wäre ich jetzt auch so rübergekommen, also muss ich da lang. Ja. Und wir sind oben. Sehr schön. Oh, verdammt. Außer Reichweite. Im Dämonenmodus ist Dante gegen das Bodenfeuer des Höllenritters immun. Im Dämonenmodus. Haben wir so einen Modus? Einer mehr nicht. Ah, verdammt.
wenigstens den einen kalt. So, kaputt. Und der zweite. Ging ja, aber die Kombi ist halt richtig mies von den beiden. Wenn man überlegt, man hat nur eine Waffe mit Eis und die andere mit Feuer. Oder so in der Art. Das ist schon richtig mies. Oh, wow. Sieht nach Gegner aus, wie immer. Doch so wenige. Getroffen worden. Oh, das gibt's nicht, ich wollte gerade ausweichen. Na da. Okay. Eigenbeschuss. Ja gut, das weiß ich schon, dass Gegner sich selbst treffen können. Oh nee. Das ist aber mies. Ah, sehr gut. Rausgekommen. Oh nein. Oh. Mann. Ja, wäre aber gut, währenddessen halt die ganze Zeit auf Rang A oder Stilpunkt Bonus A gekämpft. Ist in Ordnung. Da ist ein extra Weg und hier scheint das Ziel zu sein. Da läuft schöne Soße raus. Die Frage, ob das so ein Bonusweg ist, werden wir aber gleich sehen. Ja. Also die Frage, ob ich jetzt links rum durch die Krütze laufen soll. Okay, dem Ding kann ich keinen Schaden zufügen. Ja. Ah. Kam ich ja her, das lohnt sich jetzt gar nicht, da lang zu gehen.
Dann gehen wir hier geradeaus mal durch. Boah. Kill Dante. Oh. Oh, hallo? Falsche Waffe benutzt. Aber erstmal da rein. Ach, das war das mit der Tür. Silberschlüssel, den haben wir nicht. Was für uns bedeutet, wieder zurück. Schade. Alter. Oh, eine Kombo. Oh, eine schöne Kombo. Da geht's weiter. Oh, und das war einfach nur der länger gemachte Weg, okay. Ah, Statue. Nie wieder so eine Angst einjagen. Nee, will ich nicht verwenden. Ich will... Ah, weiter. Aha. Der Ausgang. Ja, sieht sehr gut aus. Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig. Hier entlang. Gibt Ärger. Einen Moment bitte. Be careful! Ah, verdammt. Okay, ich darf nicht in der Soße rumkämpfen. Ey, jetzt habe ich die Attacke mal benutzt, mit der sie den Tipp gegeben haben. Und dann funktioniert es nicht. Boah, ich bekomme auch mitten einen Hit, mitten in der Kombo. Kann nicht ausweichen, mitten in der Kombo. Hm. Ich mach Platz. Hey. Ich kann einfach nicht reinlaufen. Ah, verdammt. Fast vergessen. Nicht schon wieder. So. Also welcher von euch Fettärschen will der größte Verlierer im Limbus werden? Boah. Alter, hat mich jetzt gerade erschrocken. Fuck. Ja, Rundumschlag, sehr gut.
Los, nimm Anlauf. Oh, verdammt. Du bist raus. So, der eine ist raus, sehr gut. Ah, oh, der andere lebt halt noch. Ist aber auch gleich raus sein, sehr gut. Glückwunsch, du hast gewonnen. Naja. Sonst noch irgendwas hier? Ne, dann gehen wir den normalen Weg weiter. Geht's dir gut? Das sah echt übel aus. Das? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus. Und das war schon wieder die nächste Mission. Okay. Ja, ich habe mich nicht so gut geschlagen. Mal gucken, was ich bekomme. Boah, Stilpunkte wieder Doppel-S. Wobei ich einiges an Schaden bekommen habe. Und Zeit auch noch S. Fortschritt dafür dann D. Verdient. Ist eine Gesamtwertung von A. Oh, ich bin einmal gestorben. Puh. Ja, trotzdem eine Gesamtwertung von A bekommen. Ja, einmal gestorben war mies. Ja. Ja gut, es war der erste Tod im ganzen Spiel. Naja, ging. Relativ dumm gestorben, aber dafür keine goldene Kugel benutzt, weil lohnt sich gar nicht. Jo. Auch wieder hier relativ zufrieden. Auch mit der Zeit S. Ja gut, so viel umgeschaut habe ich mich gar nicht. Sieht man an dem Fortschritt, also was ich gefunden habe. Ich habe nichts gefunden. Also war wieder fast schon durchgerannt als irgendwas gefunden, leider. Ansonsten war es wieder von dieser Mission. Das war Mission Nummer 5, Virinity. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein!